Hallo, ich befinde mich heute im Visitor Center der New Water Fabrik in Singapur, wo Abwasser zu Trinkwasser umgewandelt wird. Leider ist es mir nicht möglich, in der Fabrik selber zu filmen, weshalb ich mich hier im Visitor Center befinde, wo den Besuchern zahlreiche Informationen zum Prozess der Umwandlung selber zur Verfügung gestellt werden. Für uns ist Trinkwasser etwas Selbstverständliches. In der Zukunft könnte es jedoch zur Mangelware werden. Experten berechnen, dass bereits 2060 die Nachfrage für Trinkwasser rund 40% höher sein könnte als das Angebot. Da Singapur über kaum eigenes Grundwasser verfügt, war es in der Vergangenheit stark abhängig vom Nachbarland Malaysia. Um diese Abhängigkeit loszuwerden, arbeitet Singapur zurzeit an zahlreichen Strategien. Zum einen verfügt es über ausreichend Regenfälle, vor allem in der Monsunzeit, weshalb in Singapur in den letzten Jahren zahlreiche Staudämme gebildet wurden, um das Wasser zu sammeln und zu verwenden. Doch auch hier wird die Fläche wieder zum Verhängnis, denn es können nicht unendlich viele Staudämme gebildet werden. Eine weitere Strategie ist die Umwandlung von Meerwasser zu Trinkwasser mithilfe von Meerwasserentsalzungsanlagen. Dies ist jedoch sehr energieaufwendig und daher auch keine optimale Lösung. Eine weitere Alternative ist jedoch aufgekommen. Und zwar Abwasser, bereits benutztes Wasser umzuwandeln, quasi zu recyceln und dann wieder zu verwenden. Mithilfe von komplizierter Membranfilterungstechnik wird in der Wasseraufbereitungsanlage Wasser produziert, das sogar reiner ist als das Leitungswasser, was wir können. Momentan wird das Wasser größtenteils in Industrien verwendet, beispielsweise für Klimaanlagen, soll jedoch bald schon die Trinkwasserzufuhr dominieren. Momentan wird nämlich schon der Trinkwasserbedarf von Singapur rund 40% mit New Water Wasser gedeckt. Und 2060 sollen dies bereits 55% sein. Was die Zukunft bringt, bleibt Stand abzuwarten. Doch Singapur ist mit diesem Verfahren sehr optimistisch und investiert daher sehr viel Geld und Zeit in die Projekte und in die Forschung. Klimawandel kennt keine regionalen oder geografischen Grenzen. Das erkannte auch Singapurs Minister für Wasserressourcen und Umwelt und machte in diesem Zuge klar, wie wichtig es ist, den Status quo des Energiekonsums zu ändern sowie Emissionen herunterzuschrauben, solange noch kein kritischer Punkt erreicht ist, von dem es kein Zurück mehr gibt. Ein Schwerpunkt in Singapurs Strategie ist dabei der verstärkte Fokus auf Solartechnik. Doch die Stadt hat eine relativ kleine Fläche im Verhältnis zu ihren Einwohnern. Rund 5 Millionen Einwohner teilen sich gerade mal eine Fläche von 700 Quadratmetern, was ungefähr der Größe von Hamburg entspricht. Durch die dichte Besiedlung gibt es daher Platzmangel für Freiflächenvoltaik. Doch die Stadt hat schon eine gute Alternative gefunden. Schwimmende Solarpanels. Denn Sonneneinstrahlung gibt es ja genug. Ich befinde mich hier im Bishan Park im östlichen Teil der Stadt, wo 2013 das erste Pilotprojekt für schwimmende Solartechnik entworfen wurde. Im Hintergrund sieht man den See, auf dem die rund 20 Solarpanels installiert wurden und bis vor kurzem noch sichtbar war. Zahlreiche Fragen sollten dadurch geklärt werden, wie beispielsweise der Winkel, in dem die Solarpanels zur Sonne ausgerichtet werden sollen, die Auswirkungen, die die Panels auf die Umwelt oder die Umwelt auf die Panels haben, sowie die Beständigkeit der Materialien im Wasser. Die Kenntnisse, die aus diesem Projekt gezogen werden konnten, konnten dann in zukünftige Projekte investiert werden, sodass beispielsweise momentan im Westen der Stadt die weltweit größte Testfläche für Solartechnik installiert wird, im sogenannten Tangi Reservoir. Die Stadt zeigt sich dabei sehr optimistisch und will in Zukunft rund ein Fünftel aller Staudämme der Stadt, und es gibt rund 17 Staudämme in ganz Singapur, mit Solarpanels zu bedecken und somit eine neue Alternative für Energie zu finden.